YCBS. Youth connected by sounds. Berlin ist für seine langen Straßen bekannt. Drei von ihnen durchlaufen wir mit Mikrofon und Kamera. Hallo, ich bin Dietschle. Ich bin Medina. Ich bin Sarah. Ich heiße Frieda. Hallo, ich bin Emilia. Hallo, ich bin Sharif. Hallo, ich bin Aishigül, bin seit 5 Jahren mit beim Radioprojekt dabei und ich mag es, Menschen kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten. Den Luise-Schröder-Platz kennen die wenige Berliner. Bekannt ist vielmehr das nahegelegene Virchow-Krankenhaus. Auf der West-Ost-Route machen wir erstmal einen Halt am Luise-Schröder-Platz und wollen von den Befragten wissen, wer Luise Schröder eigentlich war. Man kann es schon sehen, hier wird kräftig saniert. Das ist der Luise-Schröder-Platz. Er wird für ca. 1 Million Euro verschönert. Den Ort, an dem wir heute stehen, kennen einige Berlinerinnen und Berliner vom Vorbeigehen. Wer mit der Straßenbahnlinie 50 in Richtung Virchow-Klinikum oder Prenzlauer Berg fährt, hört die Ansage der Station Luise-Schröder-Platz. Es bleibt uns im Alltag allerdings wenig Zeit, darüber nachzudenken, wer Luise Schröder eigentlich war. Sieht man sich hier ein wenig um, wird einem schnell klar, dass viele Straßen der Umgebung Namen mit Bezug auf Skandinavien haben. Man denke dabei an die Osloer Straße. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass vor etwa 100 Jahren Schwedens König Oskar hier zu Gast war. Und deshalb wurde der heutige Luisa-Schröder-Platz damals Oskar-Platz genannt. Es war der Berliner Bürgermeister Willy Brandt, der den Oskarplatz 45 Jahre später nach Luise Schröder, der ersten Oberbürgermeisterin von der Nachkriegszeit, benannte. Man hat sich bemüht, inmitten urbaner Landschaft diesen Platz ein wenig grüner und einladender zu gestalten. Hallo, ich heiße Frieda. Sarah. Und ich heiße Emilia. Können Sie auch Ihren Namen sagen? Ja, ich bin die Ursula. Ich bin die Ursula. Wo befinden wir uns hier? Wir sind in Reinickendorf am Luise-Schröder-Platz. Kommen Sie oft hier hin? Ich komme hier jeden Tag zweimal vorbei, morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends auf dem Weg nach Hause. Okay. Nach wem wurde dieser Platz benannt? Also, ich denke mal nach Luise Schröder, aber fragt mich nicht, wer das war. Ich weiß es nicht. Wissen Sie etwas über Luise Schröder? Nein, überhaupt nichts. Was gibt es an diesem Ort? Wie würden Sie es beschreiben? Also, was mir aufgefallen ist, dass dieser Platz neu gestaltet wird. Das gefällt mir sehr gut. Die Grünanlagen rechts und links. Und ich bin gespannt, wie das in ein paar Wochen aussieht, wenn dann alles grün ist und fertig ist. Was liegt in unmittelbarer Nähe? Also ich weiß, dass irgendwo hinter meinem Rücken das Virchow-Klinikum ist. Welche Verkehrsmittel fahren hier entlang? Also ich komme mit der Tram da unten entlang und komme aber eigentlich über die U6 bis Seestraße und mit der Tram hierher. Kommen Sie oft hierher und wenn und wann? Naja, wie gesagt, jeden Tag unter der Woche, weil ich hier in der Nähe arbeite. Danke. Dankeschön. Bitte. Ja.
Hallo, ich bin Sarah. Hallo, ich bin Jinky. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns da momentan in Luise-Schröder-Platz. Ich weiß nicht genau, weil ich bin keine Berliner, aber ja. Wie oft kommen Sie in der Woche hier entlang? Jeden Tag, weil ich wohne mit meiner Cousine und die wohnt gerade in diesem Bereich. Und deswegen benutze ich dann die Straßenbahn da oben. Deswegen komme ich dann hier. Also, okay, go ahead. It's okay. Nach wem wurde dieser Platz benannt? Das weiß ich nicht genau. ich habe keine Ahnung. Wissen Sie was über Luise Schröder? Überhaupt nicht, weil, wie gesagt, ich bin Ausländerin. Also ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte von Deutschland und wer genau die Luise, wie heißt der Name? Luise Schröder. Luise Schröder oder so. Was gibt es an diesem Ort? Wie würden Sie es beschreiben? Also dieser Ort ist quasi eine Mischung. Also vorher es gibt noch keinen Platz. Es war noch wie ein Schrottplatz. Also nicht so ganz schön. Aber momentan die haben schon etwas gemacht und wahrscheinlich im Sommer wird das veröffentlicht, der Park hier. Und es gibt auch eine Taverne und am meisten gibt es so viele Wohnungen in diesem Bereich. Und dann auch ein Einkauf, also wie sagt man das, eine Geschäfte dann oder Laden. Was liegt in unmittelbarer Nähe? Das war's. Also Wohnungen, Park, Straßenbahn, das war's. Also. Welche Verkehrsmittel fahren hier entlang? Ich glaube also Autobus, aber ich weiß es nicht die Nummer genau, weil ich nehme das sowieso nicht. Und natürlich auch Straßenbahn. Warum sind Sie hier? Ich mache gerade mein Praktikum. Wie gesagt, ich komme ursprünglich aus den Philippinen, habe hier studiert, aber habe meiste Zeit dann in Frankfurt dann gewohnt und nicht hier in Berlin. Also ich komme nur wegen meinem Praktikum hier. Ah, danke schön. Bitte schön. Noch einen schönen Tag. Vom Luise-Schröder-Platz fahren wir Richtung Osloer Fabrik. Sie ist eine stillgelegte Fabrik, Teil des Roten Wedding, wie man bis heute die vielen Industriegebäude aus Backstein im Bezirk nennt. Der Verein Fabrik Osloer Straße beherbergt heute diverse Projekte und Organisationen. Hauptthemen ihrer Arbeit sind Bildung, Kultur, Austausch und Demokratievermittlung sowie Integration. Hier befinden sich die Gästeetage, wo Jugend- und Projektgruppen günstig übernachten können, das Familienzentrum, die Freiwilligenagentur, das Kindermuseum Labyrinth, Chance International und weitere Mieter, die seit Jahrzehnten unter einem Dach wohnen. Früher stand hier eine Fabrik, die allerdings Ende der 70er Jahre schließen musste. Dann haben sich politische, engagierte Menschen und Gruppen selbst organisiert und es geschafft, die Räume sanieren zu lassen und sie für andere Zwecke zu nutzen. Ja, können Sie sich bitte vorstellen? Hallo, ich bin Robby Schönrich. Ich bin der Geschäftsführer der Fabrik Osloer Straße und arbeite hier dafür, dass unsere sozialen Projekte vonstatten gehen können. Okay, wo befinden wir uns hier? Wir sind hier in der Osloer Straße 12, im Soldiner Kiez im Gesundbrunnen. Und das ist eine alte Maschinenfabrik, die jetzt seit den 80er Jahren als soziales Zentrum genutzt wird. Wie sehen die Gebäude aus? Ja, wie Sie sehen können, sind es sehr alte Gebäude aus Backstein, weil es eben eine Fabrik war. Und auf allen vier Etagen haben wir soziale Projekte untergebracht und das Ganze mit drei verschiedenen Höfen, die sich bis zur Prinzenallee durchziehen. Kooperieren Sie auch mit Schulen oder jungen Einrichtungen? Ja, das tun wir. Unser Familienzentrum arbeitet sehr viel mit Schulen zusammen
Und bei uns auf dem Gelände gibt es auch drei verschiedene Jugendeinrichtungen. Es gibt ein Jugendwohn und zwei Ausbildungsbetriebe für Jugendliche. Hört man hier etwas von der Trubel der Osloer Straße? Eher weniger. Es ist bei uns im Hof recht ruhig. Manchmal hört man natürlich die Straßenbahn oder wenn ganz besonders viel Tumult auf der Straße ist. Ansonsten haben wir hier mehr Trubel bei uns auf dem Hof. Sind Sie oft an diesem Ort? Ja, da ich hier arbeite, bin ich fast jeden Tag hier in der Fabrik. Was gibt es in der Nähe? Wir sind hier im Soldiner Kiez und ich finde, eins der schönsten Plätze ist die Panke. Dort kann man entspannen, spazieren oder an verschiedenen Spielplätzen die Zeit mit der Familie verbringen. Dankeschön. Gerne. Hallo, könnten Sie sich bitte vorstellen? Ich heiße Vita Maywald. Dankeschön. Ich hätte mal eine Frage. Wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden uns in der Fabrik in der Osloer Straße. Wie sehen die Gebäude aus? Die sehen aus wie eine ehemalige Fabrik, wie ganz viele in Berlin. Hört man hier etwas von der Trubel der Osloer Straße? Eigentlich ziemlich wenig, zumindest wenn man im Gebäude ist. Sind Sie oft an diesem Ort? Einmal in der Woche. Was gibt es in der Nähe? In der Nähe? Ich weiß nur. Die Böse Brücke, Bornholmer Straße. Wir befinden uns im Wedding. Weiß ich nicht, das ist noch eine große. Die Osloer Straße ist eine große befahrene Straße. Jetzt meistens ist Stau, weil überall Baustellen sind. Warum sind Sie hier? Ich gehe einmal in der Woche in das Nähcafé. Das befindet sich hier oben. Da kommen Menschen zusammen, die gerne nähen, die etwas lernen wollen oder die anderen etwas zeigen wollen und die einfach gerne zusammen sind. Okay, danke schön. Hello, please introduce yourself. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я архитектор и сейчас учусь в Санкт-Петербурге. And why are you here in Berlin? Я в Берлине по студенческому обмену, который по программе Erasmus+, который в этом году связан с урбанистикой. Okay, and can you tell us more about the contents of German-Russian exchange? Так как я архитектор, то мне, в принципе, было бы интересно, мне интересна тема урбанистики, было бы замечательно обменяться опытом с людьми, проживающими в Берлине, которые знают что-то, чего не знаю я, и наоборот, передать то, чему я уже научилась за время своей учебы в Санкт-Петербурге. Okay, and what difference do you see between Berlin and St. Petersburg? Я думаю, что исторически складывалось, что центр города образовывался возле воды, то есть возле реки. И в этом Санкт-Петербург и Берлин очень схожи. То есть исторический центр заложен строго вдоль водоема. Но на данный момент существуют различия. То есть Санкт-Петербург продолжал развиваться по моноцентрической системе, когда существует исторический центр, он и является центром полностью всего города. Тогда как Берлин развивается по полицентрической системе и образует несколько крупных центров, включающих транспортно-пересадочные узлы, общественные пространства, общественно-административные зоны и жилые, и развивает коммуникации между этими районами. Okay, thank you. And now our friend comes and continues. Do you know in which part or district we are here in Berlin? When we are here? You know, in which part we are here in Berlin? Which district? Да, я знаю. Этот район называется Вединг, и я слышала, что это один из самых социально неблагополучных районов, которому требуется
помощь в участие в комплексном подходе для развития и улучшения. Mm-hmm. And do you know the name of this place here, where we are now? Oslo Fabrik. Mm-hmm. Yes. And can you describe that place with your own words, the environment, buildings and the yard? У нас уже здесь была экскурсия. Я знаю, что это проект, который был организован для того, чтобы нуждающимся людям помогать устраивать их повседневную жизнь. Это очень комплексный объект, потому что включает в себя и социальные связи, и образование для детей, и предоставляет рабочие места для взрослых. А также поддерживает коммуникации людей разного возраста, разных специальностей, разных интересов. Mm-hmm. Это очень приятное место, и мне здесь очень нравится. And why are you here in the Oslo Straße? Я в команде из нескольких архитекторов, как вот и Вероника, и еще двое других ребят. Мы хотели бы предложить архитектурный проект существующего моста, который вы видите, для того, чтобы организовать там офисные помещения. Uh-huh. And which organization is located at this place here? Chance International. Coming like a Hellcat. Wedding grenzt direkt an Prenzlauer Berg und nach nur zwei Straßenbahnstationen Richtung Osten erreichen wir die historische Bornholmer Brücke, ehemaliger Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin. Wir stehen gerade an der Bornholmer Brücke. Der Mauerstreifen an der Bornholmer Straße erhält einen Namen. Platz des 9. November 1989. Eigentlich heißt der Ort schon lange so, aber die offizielle Umbenennung wurde einfach vergessen. So betitelte der Tagesspiegel in einem Artikel aus dem Jahr 2013, in dem über den Gedenkort Bornholmer Straße berichtet wird. Die Bornholmer Straße erinnert an den Abend des 9. November 1989. Es waren historische Bilder, die sich ins Gedächtnis der Zeugen dieser Zeit eingraviert haben. Die Mauer fällt. Drohten die Medienagenturen weltweit und allen voran machte es der Sicherheitsschutz am Grenzübergang Bornholmer Straße, wo wir gerade sind. Die nördliche Brückenrampe ist einer der Gedenkorte der Berliner Mauer. Zum 20. Jubiläum des Mauerfalls waren hier schon die Kanzlerin Angela Merkel, der ehemalige polnische Präsident Lech Walesa und das russische Staatsoberhaupt Michail Gorbatschow. Gorbatschow hat es möglich gemacht. Und Walesa ist Symbolfigur der Freiheit des gesamten Ost- und Südosteuropas. Und heute stehen wir da und fast nichts deutet darauf, dass es hier in der Novembernacht 1989 historisch und dramatisch zuging. Hallo erstmal, möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich bin Johannes und bin gespannt, was jetzt folgt. Was machen Sie denn beruflich so und sind Sie oft hier an diesem Platz? Ich bin Künstler und wohne hier gleich um die Ecke und fahre hier manchmal über die Brücke, genau, ja. Okay, und können Sie noch mal kurz erwähnen, wo wir gerade stehen? Ja, das ist die böse Brücke. Bornholmer Straße, S-Bahnhof, auf der Prenzlauer Seite, auf der anderen Seite geht es in den Westen, hier sind wir auf der Ostseite, genau. Okay. Ist die Bornholmer Brücke eine ganz normale Berliner Brücke? Ja, die ist schon besonders, weil hier die Grenze geöffnet wurde von der DDR. Und dann hier Halligalli war. Wissen Sie etwas über die Bornholmer Brücke? Welche historischen Momente
sich hier ereignet haben? Ja, eigentlich weiß ich nicht so viel über die Bornholmer Brücke, außer das, was ich gerade gesagt habe, dass hier die Grenze geöffnet wurde und dann hier die Leute rübergekommen sind, um sich mal den Westen anzugucken. Vielen Dank. Haben Sie das mitbekommen, den Mauerfall? Der war ja am 9. November 1989. Waren Sie hier? Nee, da war ich nicht hier. Ich war ja 10 Jahre alt und habe davon nicht so viel mitbekommen. Ich war im Westen und das war nur so ein Thema am Rand. Interessant. Gut, Dankeschön. Eine weitere Fabrik liegt auf unserer Route in Richtung Osten, am Caligari-Platz. Es ist die Brotfabrik mit Kino, Theater, einer Galerie und zum angenehmen Verweilen mit einem Café und Restaurant ausgestattet. Das Kabinett des Dr. Caligari ist ein Stummfilm von Robert Wiener aus dem Jahr 1920. Er erzählt die Geschichte des wahnsinnigen Dr. Caligari, der mithilfe eines Schlafwandlers namens Cesare und eine kleine norddeutsche Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Tagsüber präsentiert Caligari den an einer merkwürdigen, tranceartigen Krankheit leidenden Cesare auf dem Jahrmarkt. Nach diesem Filmwerk wurde auch der Caligari-Platz in Berlin-Weißensee benannt, auf dem wir heute stehen. An dieser Stelle treffen sich die Wisbeerstraße und die Ostseestraße. Gleich gegenüber ist die Brotfabrik, deren Motto Kunst ist Lebensmittel ist und durch ihr Programm doch eine Mehrheit der Kunstinteressierten in dieser Stadt mit ihren Inhalten überzeugt. Es geht dabei um eine ungewöhnliche Fabrik, die mit einem Café, einem Kino, einer Bar und einem Kabarett einlädt. An den Wänden deuten die Röhren und Fliesen auf die Vergangenheit dieses Hauses darauf, dass es früher eine ganz andere Funktion hatte. Schauen wir uns das mal an. Hallo, ich bin Sarah. Hallo, ich bin Jörg. Ich habe gehört, dass wir in einer Brotfabrik sind und was macht man in einer Brotfabrik, außer Brot herzustellen? Du hast natürlich recht, Sarah. Normalerweise bäckt man Brot. Aber seit über 60 Jahren bäckt man bei uns kein Brot mehr. Wir sind eine alte Brotfabrik, in der man kein Brot bäckt, sondern Kultur erlebt. Wir haben ein Kino, ein Theater, eine Galerie, eine Kneipe und ein Atelier. Und wie lange ist die alte Brotfabrik schon? Also vor über 60 Jahren war es mal eine Brotfabrik, ganz lange Zeit. Und seit rund 30 Jahren ist es jetzt ein Kulturzentrum. Was für ein Brot hat man hier gebacken? Ganz normales Mischbrot. Und wurde da noch mit Euro bezahlt? Nein, in der Zeit? Nein. Damals wurde mit Mark bezahlt, mit Reichsmark bezahlt. Das ist ja schon ganz schön lange her. Das war von 1890 bis 1952. Das ist wirklich ganz schön lange her. Und wie viel hat so ein Brot gekostet? Das weiß ich leider nicht. Da war ich auch noch nicht auf der Welt. Was, wenn jemand kommen würde und Ihnen sagen würde, erzählen Sie mal was über die Brotfabrik und könnte ich hier ein Brot bei Ihnen kaufen? Dann würde ich sagen, tut mir leid, wenn du ein Brot kaufen willst, musst du zum Bäcker über die Straße gehen. Bei uns kannst du dir einen Film angucken, ein Theaterstück, eine Ausstellung oder du kannst ein Bier trinken. Und was, wenn diese Person kein Bier trinkt? Dann muss sie ein Mineralwasser trinken, ein Wein, eine Cola oder einen Kaffee. Und wenn eine Minderjährige oder ein Minderjähriger hierher kommt und sagt, was kann man hier machen, außer ins Kino zu gehen? Du könntest bei uns malen im Atelier. Du könntest natürlich, klar, ins Kino gehen. Du könntest bei unserer Theatergruppe mitmachen. Oder du könntest dir natürlich auch ein Theaterstück für Kinder oder für Jugendliche anschauen. Also wir haben Angebote für alle Altersgruppen.
Und wann und wo, also wann hat das Zimmer offen? Wir haben jeden Tag geöffnet. Arbeiten hier auch Frauen? Ja, aber selbstverständlich arbeiten hier auch Frauen. Wir hier arbeiten 50 Leute und wir sind ein ganz gemischtes Team. Sowohl wo man herkommt, als auch Männer und Frauen. Okay. Wo stehen wir gerade? Wir stehen im Bezirk Pankow und das ist der Ortsteil Weißensee. Und wir stehen auf dem Hof. Warum sind Sie Geschäftsführer dieses Hauses geworden? Weil ich das mitgegründet habe. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich bin auch schon seit über 30 Jahren hier. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit, ja. Ich bin am längsten hier von allen. Also unser Slogan ist Kunst ist Lebensmittel. Und das bedeutet, dass das, was wir hier machen, Kultur und Kunst, gehört zum ganz normalen Leben dazu für jeden Menschen. Ob man nur ein Buch liest, einen Film guckt, ins Theater geht oder sich andere schöne Dinge antut. Kultur und Kunst gehört aus unserer Sicht zum Leben dazu. Deswegen steht da oben Kunst ist Lebensmittel. Warum ist dieses Haus für die Nachbarschaft wichtig? Wir sind hier das einzige Kulturzentrum in der Gegend. Also wenn die Leute irgendwas Kulturelles genießen wollen, dann müssen sie zu uns kommen. Dankeschön. Okay, könnten Sie vorstellen? Könnten Sie sich vorstellen? Gerne. Also mein Name ist Petra Schröck. Ich bin hier die Leiterin der Brotfabrikgalerie und organisiere das Galerieprogramm und suche die Künstler aus, die hier ausstellen. Und was gibt es hier gerade in die Galerie? Es gibt eine sehr schöne Ausstellung von Harald Schulz, eine Retrospektive. Das ist ein Berliner Maler, der sehr lange nicht bekannt war, aber den wir jetzt sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit holen. Und es war der einzige Student, der noch zu DDR-Zeiten ein Diplom in abstrakter Malerei gemacht hat. Wie man kann hier bewerben in die Galerie? Ja, es können sich Künstler bewerben oder ich suche Künstler aus, ich trete an Künstler heran oder Künstler empfehlen andere Künstler. So läuft das eigentlich. Oh, und hier in die Galerie, man kann zeigen nur die Kunst oder Fotograf oder mit Handicraft? Wir zeigen Fotografie, Malerei, Installationen, auch manchmal so Videokunst, also ganz gemischt. Früher war das mal eine Fotogalerie und jetzt sind alle Medien vertreten. Denken Sie, ob viele Menschen interessant für die Galerie oder besuchen die Galerie immer? Normalerweise oder regelmäßig? Naja, es gibt Unterschiede natürlich bei den Ausstellungen, aber diese Ausstellung wird ganz gut besucht. Also wir haben in der Regel 400-500 Leute, die eine Ausstellung besuchen. Die Ausstellung dauert so 6 bis 8 Wochen und dann haben wir so um die 500 Leute, die besuchen. Wir sind jeden Tag geöffnet von 16 bis 20 Uhr. Und haben Sie planen immer nach 1 oder 2 Jahre vor die Galerie das lustlich? Lustlich? Immer 1-2 Jahre Vorlauf. Also ich habe jetzt schon für nächstes Jahr das Programm und fertig, so fast im Ganzen, weil es immer sehr lange dauert, bis so eine Ausstellung organisiert ist. Also es ist sehr viel Kommunikation mit den Künstlern und wir müssen auch manchmal Geld auftreiben. Bei dieser Ausstellung zum Beispiel ist ein Katalog entstanden und das kostet natürlich Geld und deswegen ist auch so eine lange Vorlaufzeit. Und das Galerie für Verkauftbild, Verkauftmalen oder man kann nur zeigen? Man kann auch Bilder kaufen, ja. Es passiert zwar nicht so oft, aber die sind käuflich zu erwerben, ja. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.